und herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo zum Thema Kreisbewegung. Und zwar genauer gesagt zur Kinematik der Kreisbewegung. Das heißt, hier geht es jetzt nicht um die Kräfte, sondern nur mehr um die reinen Bewegungsgleichungen. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, das sind ganz schön viele Bewegungsgleichungen, da muss ich ganz viel auswendig lernen. Nein, musst du nicht. Denn wenn du den richtigen Trick merkst in der Herleitung, dann kommst du eigentlich mit relativ wenig Gedächtnisleistung aus. Ich zeig's dir, pass auf. Also, wir haben jetzt zuerst hier so ein Objekt, ich mache das mal einfach nur als Kugel, das sich die ganze Zeit im Kreis bewegt. Das Erste, was du dazu wissen musst, es gibt nicht nur eine Geschwindigkeit dazu, sondern es gibt deren zwei. Das eine ist die Bahngeschwindigkeit, das ist die zurückgelegte Strecke, also auf der Kreisbahn. Und dann halt gemessen in eben Strecke pro Zeiteinheit, also Meter pro Sekunde. Aber es gibt noch eine zweite, und zwar der Winkel, der da in der Mitte überstrichen wird, den kann ich auch in einer Winkelgeschwindigkeit angeben. Und das wäre dann eben Winkelgröße pro Zeit. Dabei muss ich allerdings aufpassen, der Winkel wird dabei nicht in Grad angegeben, sondern im Bogenmaß. Solltest du das mit dem Gradmaß und Bogenmaß noch nicht so besonders gut können, dann kann ich darauf hinweisen, unten in den Anhängen zum Video habe ich einen Link gesetzt zu einem anderen Erklärvideo von mir, wo ich dann über das Gradmaß und das Bogenmaß von Winkeln erzähle. Machen wir jetzt hier einfach weiter mit der Kreisbewegung und ich gehe davon aus, dass du das mit den 2π verstanden hast. Dann haben wir die erste Größe, die wichtig ist, das ist die Periodendauer t. Und das ist eine ganz einfache Größe, das ist einfach die Zeit für eine komplette Umdrehung. Wird dann auch einfach in Sekunden gemessen. Etwas bekannter noch als die Periodendauer ist die Frequenz f. Das wäre dann die Anzahl der Runden pro Sekunde, beziehungsweise ich schreibe vielleicht besser Wiederholung pro Sekunde, denn Frequenzen gibt es auch zum Beispiel bei Schwingung oder eben hier bei Computer bei der Rechengeschwindigkeit Anzahl Rechenschritte pro Sekunde. Wird entsprechend gemessen in 1 durch Sekunde. Wie hängen nun diese beiden Größen zusammen? Die Antwort ist ja einfach, die Frequenz ist schlicht und ergreifend der Kehrwert aus der Periodendauer. Und das kann man sich auch ganz leicht überlegen. Und zum Beispiel ein Beispiel, was weiß ich nehme eine Periodendauer von 2 Sekunden. Und dann kann ich überlegen, ja okay, wenn eine Umdrehung 2 Sekunden dauert, dann schafft das halt eine halbe Umdrehung pro Sekunde. Sprich, die Frequenz ist 0,51 durch Sekunde. Oder wenn die Periodendauer eine Zehntelsekunde ist, dann schaffe ich 10 Umdrehungen pro Sekunde. Sprich, die Frequenz ist 10,1 durch Sekunde. Komme ich nun zur Bahngeschwindigkeit. Allgemein gilt die Formel V ist gleich Delta S durch Delta T, also Ortsänderung durch Zeitänderung, die allerdings nur dann geht, solange V betraglich konstant ist. Ich betrachte aber jetzt auch nur solche Bewegungen, also die Kreisbewegung wird jetzt nicht noch schneller oder langsamer. Das heißt, V ändert zwar ständig die Richtung, aber eben der Betrag soll konstant bleiben. Und das kann ich analog übertragen auf die Winkelgeschwindigkeit, nämlich wenn die Bahngeschwindigkeit die Ortsänderung pro Zeit ist, dann ist die Winkelgeschwindigkeit die Winkeländerung pro Zeit. Jetzt schreibe ich Delta Phi statt Delta Alpha. Das ist eigentlich so ein bisschen üblich, wenn man die Winkel im Bogenmaß angibt. Und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Dazu passen auch die Einheiten. Die Bahngeschwindigkeit gebe ich an in Metern pro Sekunde und die Winkelgeschwindigkeit ja in Winkeländerung pro Sekunde. Und das Bogenmaß ist ein reiner Zahlenwert, keine Einheit. Das heißt, die Winkelgeschwindigkeit entsteht dann auch Zahlenwert durch Sekunde, also 1 durch Sekunde. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn die Frequenz wird in 1 durch Sekunde angegeben und die Winkelgeschwindigkeit auch. Und da kann man sie manchmal, wenn irgendwelche Leute böserweise vergessen, dazu zu schreiben, was sie berechnen, ob die Frequenz oder Winkelgeschwindigkeit, wenn da nur die Einheit steht, wissen andere vielleicht nicht, was gemeint ist. Und deswegen machen wir einen kleinen Trick. Die Einheit der Frequenz kriegt noch einen neuen Namen, und zwar Hertz. HZ, Abkürzung, Heinrich Hertz steckt dahinter. Und die Winkelgeschwindigkeit, die schreiben wir immer in 1 durch Sekunde, aber nicht in Hertz. Das heißt, ich korrigiere das nochmal da oben, da habe ich 0,51 durch Sekunde, das ist in Wirklichkeit 0,5 Hertz. Und die zweite Frequenz ist 10 Hertz. So, und jetzt kommt der entscheidende Gedanke, den ich in der Einleitung gesagt habe, mit dem ich im Prinzip alles mir herleiten kann, abgesehen von dieser einfachen Kehrwertformel. Und zwar ist der Gedanke, innerhalb der Periodendauer dreht das Objekt genau eine Runde. Und zwar per Definition des Begriffes Periodendauer. Periodendauer ist ja genau festgelegt, die Zeit für eine Umdrehung. Und das nutze ich aus, denn ich schreibe jetzt einfach hin, V ist gleich Delta S durch Delta T. Und jetzt eben die Überlegung, eine Runde pro Periodendauer heißt einmal den kompletten Kreisumfang U durch Periodendauer. Dann kann ich noch die bekannte Formel aus der Mathematik einsetzen. U ist gleich Pi mal D, beziehungsweise 2 mal Pi mal R. Und das Ganze geteilt durch t. Dann kann ich auch noch da oben die Formel mit dem Kehrwert einsetzen. F ist ja 1 durch t und dann kann ich statt durch t auch mal f schreiben. Und habe eine schöne Formel für die Bahngeschwindigkeit. V ist gleich 2 mal pi mal r mal f. Und das Gleiche, weil es so schön geklappt hat, mache ich auch für die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, ich setze wieder an. Winkelgeschwindigkeit ist Winkeländerung pro Zeit, Delta phi durch Delta t. Und dann setze ich wieder ein. In einer Periodendauer
schafft das Objekt genau eine Runde, das heißt einmal den Vollwinkel. Und der Vollwinkel ist im Bogenmaß 2π, also insbesondere 2π durch Groß T. Dann setze ich wieder die Kehrwertformel von oben ein und habe Omega ist gleich 2 mal Pi mal F. Ja, damit habe ich eigentlich schon die entscheidenden Formeln. Das Einzige, was ich jetzt noch schön zusammenbringen kann, ich kann mal links und rechts miteinander vergleichen. V ist gleich 2 mal Pi mal R mal F und Omega ist 2 mal Pi mal F. Und dann sieht man sofort, ja, dann ist ja V nichts weiter als das R-fache von Omega, sprich V gleich Omega mal R. Und das war's. Also das ist die komplette Herleitung. Mehr gibt's nicht. Sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber eigentlich, ihr habt's gemerkt, ist es ganz einfach. Ich markiere nochmal kurz zum Schluss alle Formeln, die jetzt vorkommen. Also oben, F ist der Kehrwert der Periodendauer. Dann habe ich die Bahngeschwindigkeit in 2pi r durch t bzw. 2pi rf. Ich habe die Winkelgeschwindigkeit in 2pi durch t oder 2pi mal f und dadurch den Zusammenhang V ist gleich Omega mal r. Ja, und damit habe ich alle Formeln, kann sie einsetzen, kann damit umrechnen. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.